Hallo meine Mäuschen, schön, dass ihr wieder da seid. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja. So, ich hatte ja vor kurzem oder vor längerer Zeit, hatte ich ja bei Jubis Please bestellt. Und ja, wie gesagt, bestellt, bestellt, bestellt und bestellt, jede Menge Paletten bestellt. Und eine Palette haben wir noch nicht geschminkt. Und ich dachte mir heute mal, wir schminken mal heute eine von Jubis Please, wir probieren heute eine Palette aus. Von Juvia's Please. Es geht heute um diese Schäfchen hier. Ich sag mal, wir fangen an. Wir schnacken gar nicht lange. Wir fangen jetzt einfach an. So. So, meine Lieben, ihr wisst ja, ich hatte noch kein Schminki-Schminki-Video mit der Juvia's Please geschminkt und habe immer noch so viele Sachen hier liegen. Ich habe die auch noch nicht benutzt und dachte mir heute mal, wir schminken heute mal eine Sache. Ich hatte zwar vor kurzem dieses Make-up ausprobiert, ich werde euch das mal einblenden, was ich zu dunkel bestellt habe und absolut den nicht in meiner Farbe bestellt habe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die benutzen werde. Obwohl das ein super Make-up ist, wie gesagt, wirklich ein super Make-up. Aber das habe ich mir auch noch nicht neu bestellt. Hatte ich zwar gesagt, das bestelle ich mir nochmal nach, aber habe ich noch nicht getan. So, heute geht es um dieses Schätzchen. Ich mache das mal auf. Es ist ja so schön verpackt, ne? Ich hole das mal raus. Hier sind nochmal zwei, ich muss mal gucken, was das nochmal waren. Lippenstifte waren das nicht. Ich glaube, das waren Lippenbalm, genau. Und die riechen ja nach verschiedene Früchte. Ich zeige euch die nochmal. Dieses hier, ne? Ja, es ist wieder der Gärtner da. Herrlich. Das riecht nach Berry. Und andere, ich lege das mal zur Seite. Obwohl mein Lebensgefährte am Wochenende Gartendienst hatte, ist jetzt der Gärtner natürlich da. Möchte er sich drüber freuen. Ja. So, das andere sieht auch so aus, in der gleichen Farbe. Nur das ist so Karamell, war das, glaube ich. Das war Karamell, ne? Ja. Das riecht auch voll nach Karamell. Ich zeige euch das nochmal. So, ne? Schauen wir mal. So. Lege ich auch mal zur Seite. Nachher mal da, welches Lippenbalm wir nehmen. So, die Palette ist noch eingepackt. Das ist auch noch zu. Warum ist die noch zu? Hier unten ist sie auf. So, leg das Kartönchen mal zur Seite, kommt nachher da wieder rein. So, das ist so eine kleine süße Palette. Ich denke mal, da sind lila Farben drin. Ja, lila, genau lila. Es wird heute lila. Ja, dann schauen wir mal, wie es so wird. Auf jeden Fall in diesen Paletten sind keine Spiegel drin, ne? Ich werde nur noch mal den Preis raussuchen und werde euch den Preis noch mal einblenden. Oder ich werde euch den Haul, genau. Ich werde euch den Haul mal einblenden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da Preise reingeschrieben habe. Das weiß ich nicht, natürlich nicht. Aber ich werde mal raussuchen, was die Paletten so ungefähr kosten. Werde ich euch trotzdem noch mal einblenden. So, heute geht es ja um First Impression. Der erste Eindruck einer Palette, sage ich jetzt mal. Wir fangen einfach mal an, quatschen gar nicht großartig rum. Sonst haben wir gleich immer noch nicht angefangen. So, ich werde mal einen großen Pinsel nehmen. Großen Pinsel nehmen. Ich werde euch gleich auch ranholen. So. Als erstes, die Farben haben natürlich keinen Namen. Aber ist auch nicht schlimm. Schöne große Fännchen auf jeden Fall. Nicht zu klein, nicht zu groß. Wir nehmen es erstmal den hellsten Ton einmal. Ich gehe mal rein. Wie gesagt, ich habe mit denen noch nicht geschminkt. Okay, ja, okay, ein bisschen Kickback, ne, in die Palette. Ist aber nicht schlimm, nicht so viel. Klopfen das mal ab. Ich hoffe jetzt, dass ich das, weil ich das nicht abklebe, ich hoffe nicht, dass wir so voll Fallout haben. So. Okay. Ich liebe das so. Sminky, Sminky. Leider komme ich in der Woche nicht so dazu, mich zu schminken. Dann mache ich nur zur Arbeit nehme ich nur
Make, ganz normales, leichtes Make-up, Kajal und ein bisschen Bronzer, ein bisschen Rouge, ja, Rouge nehme ich auch, aber nur ganz leicht. Und Wimperntusche, das war's schon. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Mach mal eben schon die andere Seite und dann bin ich wieder bei euch. So, jetzt bin ich wieder bei euch. Jetzt habe ich beide Seiten fertig. Und ja, ich nehme jetzt mal einen kleineren Pinsel. Der ist aber nicht viel kleiner. Nehmen wir mal den. Das ist ein dick gebundener Blenderpinsel. Und der ist ein bisschen fester. Ja, was machen wir jetzt? Nehme ich den. Ja, was mache ich jetzt? Ja, wir gehen jetzt in diesen Ton rein. In diesen Ton. Mal ganz vorsichtig erstmal. Irgendwas wollte ich euch erzählen. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Ich hoffe nicht. So, jetzt hatte ich gerade noch ein Telefonat und es ist schon wieder der Klempner da unten zugange. Ich meine, der Gartenmensch. So, machen wir weiter. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen jetzt diese Farbe hier. Schauen wir mal. Ich brauche den Spiegel. Auf jeden Fall, ich habe gut abgeklopft und noch jede Menge Farbe auf dem Pinsel. Ich klopfe nochmal. Lass mal gucken, wie wir das machen. Ach, lieber Gartenmensch, hast du nichts anderes zu tun? Okay, auf jeden Fall sind das echt kräftige Farben. Dann müsst ihr echt langsam mit langsam aufbauen. Vor allem, wenn man die Farben noch nicht kennt. Auf jeden Fall kann man da echt mit kräftiges Look mit schminken. Mache ich gerne noch ein bisschen weiter raus. Weil ich ja dieses Hängelid habe. Dieses Hängelid. Lassen wir erstmal so, ich mache nämlich die andere Seite und sehen wir uns gleich wieder. So, ich denke mal, das ist stark genug. Jetzt werde ich nochmal den anderen Pinsel nehmen. Den anderen Pinsel nehmen. Und gehe nochmal in die hellste Farbe rein. Dip, dip, dip. Man braucht gar nicht richtig rumrühren, man braucht wirklich nur dippen. So. Mal ausblenden. So, ach lieber Gott, Mensch, geh doch einfach. So. Okay, ich denke, das ist ganz gut so. Hat sie auch schnell aufblenden lassen. So. Fallout habe ich jetzt noch keinen. So. Jetzt werden wir. Gehe ich mal, nehme mal einen flacheren Pinsel. Nehme ich mal diesen flacheren Pinsel. Und gehe jetzt mal
in dem Dunkellila rein. In dem Dunkellila. Ganz vorsichtig, man braucht gar nicht rühren. Wirklich nur ganz leicht dippen. So. Wir brauchen ja hier so eine dunkle Stelle, ne? Mach ich erstmal nur hier. Lila ist ja immer ein bisschen schwierig. Lilantöne. Aber bis jetzt bin ich echt zufrieden. Macht auch echt Spaß. Ruhig ein bisschen kräftiger, weil das blenden wir ja gleich aus. So, ich mache mal eben die andere Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das werde ich jetzt mal eben ausblenden. Ich nehme jetzt nochmal den großen Pinsel, mache den ein bisschen sauber und gehe nochmal in diesem Farbton. In diesem nochmal. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Ganz leicht nur. Gut abklopfen. Okay. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, meine Augenbrauen zu machen. Das war doch das, was ich machen wollte. Ach ja, egal. Das machen wir jetzt ohne. So, auf jeden Fall gefällt mir das echt gut schon mal. Ich denke, das ist schon okay so. Ja. Machen wir eben die andere Seite. Ganz vorsichtig. So, ich denke mal, das ist ganz okay so, ne? So, jetzt werde ich noch mal den flachen Pinsel nehmen. Noch mal den flachen Pinsel. Und werde jetzt mal... Ja, was machen wir? Ich werde hinten, werde ich das noch mal machen. Dieses. Machen wird gar nicht so dunkel da hinten, weil wir haben ja jetzt schon... Dann nochmal, habe ich euch das gezeigt? Die, ne?
passen gut aus. So. So. Da ist jetzt großartig nichts. Mache ich jetzt nur für mich, weil auf der Nase ein bisschen was war. Aber wirklich, kaum Fallout, muss ich echt sagen. So, jetzt werde ich eine kleine Cut-Quiz ziehen und werden wir uns gleich wiedersehen. Und so eine halbe. Schauen wir mal. Bis gleich. So, jetzt machen wir nur noch Glitzy Glitzy und dann sind wir schon durch. Das reicht nämlich. Das ist nämlich echt ein starkes Make-up. Auf jeden Fall bis jetzt gefallen die Farben mir echt gut, muss ich echt sagen. Und ich habe wirklich nur reingedippt, ich habe nicht gerührt oder so, ne? Das ist vollkommen ausreichend, die Farben. Echt, muss ich echt sagen. So, ja, welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme mit diesem Schwarz-Glitzy drin. Ich glaube, ich nehme das mal. Ich werde das erstmal versuchen mit einem Pinsel. Jetzt habe ich natürlich keinen Pinsel. Ich mache den Pinsel sauber. So, jetzt werde ich da mal reingehen. Ist ein bisschen gröber, das Glitzer. Wir haben auch was Feineres. Okay, okay. Ich glaube, wir hätten das mit dem Finger machen, weil das mit dem Finger machen sollen, weil das ein bisschen gröber ist. Schaut mal. Seht ihr das? Da wird bestimmt jetzt alles runterfallen. Schauen wir mal. Ja. Ja, wenn man das drauf presst, ne? Okay. Okay, ja, ist natürlich ein bisschen was runtergefallen, aber nicht schlimm, kriegt man gut weg. So, ich werde mal hinten, werde ich mal dieses andere ausprobieren. Nehmen wir mal diesen Pinsel. Okay, die Textur ist auf jeden Fall anders. Ich zeige euch die Farbe mal. Ist dieses hier. Ist auch so ein bisschen mit Schwarz drin, aber feiner. Viel, viel, viel feiner als das andere. Das ist viel, viel feiner. Machen wir es nur für den Übergang hinten. Okay, das staubt jetzt auch etwas. So, dann kann ich meine Fallout wegmachen. Okay. Ich mache mal eben schnell die andere Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, denke mal, das ist ganz gut so. Es ist leider mir hier ein bisschen Glitzer runtergekommen. Habe schon versucht, mit dem Wattestäbchen das wegzumachen. Ist ein bisschen schwierig, aber ich lasse das jetzt so. Muss echt sagen, echt ganz, ganz, ganz toll, muss ich echt sagen. Die Farben werden, wird lange daran Spaß haben, weil die sehr, sehr ergiebig sind, die Farben. Ja gut, mit diesem grobkörnigen Glitzer jetzt, dann müsst ihr auch ganz vorsichtig sein. Weil sonst habt ihr nachher, weil es ziemlich weich ist, die Konsistenz von diesem Glitzer. Und ich zeige euch das nochmal. Wie gesagt, dieses grobkörnige ist ein bisschen nicht so fest. Das ist ein bisschen weicher. Das, damit müsst ihr auch aufpassen. Das ist natürlich fein, aber das staubt ein bisschen. Also habt ihr Fallout, müsst ihr aufpassen. Ja, und das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Aber ich werde gleich mal die Farben swatchen. Ja, hätten wir auch als erstes machen können. So, ich mache jetzt nochmal den unteren Wimpernkranz. Da machen wir jetzt nicht so viel Schnicki-Schnacki. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, welchen Pinsel ich nehme. Nämlich diesen.
Ach, ich nehme das an, ja, komm, wir nehmen den. Da werde ich jetzt mal nur diesen dunkle Lila, nehmen wir dunkel lila hinten. Diesen dunkleren Ton. Ich zeige euch den nochmal. Diesen dunkleren Ton. Ich glaube, mit Glitzer werden wir da nicht viel veranstalten können. Und jetzt. Also diesen ganz feinen Glitzerrand, der ist ein bisschen schwarz, ne? Schimmert ja von der Seite. So, machen wir die andere Seite sofort. So, ich werde jetzt noch mal in der hellsten Farbe reingehen, in diese. Ich lösche das noch mal aus und werde das unten so ein bisschen versuchen auszublenden. So ein bisschen Fallout hat es natürlich gegeben, ne? Aber wirklich nur minimal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch später das Make-up machen. Dann könnt ihr auch besser mit am Auge arbeiten. Könnt ihr ruhig kräftiger mit dem Pinsel und nicht so vorsichtig umgehen, dass ihr Angst haben müsst, dass ihr das Make-up versaut. So. Ich überlege gerade, sollen wir Kajal machen? Ich überlege gerade, ich habe so einen blauen Kajal. Ich glaube, ich werde mal diesen blauen Kajal nehmen. Bin sofort wieder bei euch und dann schauen wir weiter. So, ja. Da es ja lila ist, fällt der blaue Kajal jetzt gar nicht so auf. Das ist auf jeden Fall weicher, als wenn ihr einen schwarzen genommen hättet jetzt. Finde ich auf jeden Fall. Mir gefällt das gut mit diesem blauen Kajal. Ich habe hier einen von Stila. Stila ist echt gut. Ich liebe diesen von Stila. So. Gucke ich nochmal nach Fallout. Mache ich das nochmal weg. So, aber ist nichts. Ich bin echt begeistert, muss ich echt sagen. Und das ging ruckizucki. Die Farben haben sich gut verblenden lassen. Ich finde jetzt nicht, dass es fleckig ist oder so. Nö, mir gefällt das sehr gut. Jetzt habe ich von Anastasia Beverly Hills, jetzt nehmen wir den mal, den haben wir nämlich auch schon mal angebrochen. Ich muss ja immer wechseln hier. Nehmen wir diesen Mascara. So. Nee, das gefällt mir richtig, richtig gut. Toll. Muss ich echt sagen, die Farben sind so klasse. Wenn ihr jetzt nur Lashes drauf macht, ne? Aber ich gehe jetzt nicht weg. Ich gehe vor die Tür, aber ich gehe jetzt nicht auf Party. Und ich habe ja starke Wimpern. Ich muss jetzt nicht unbedingt Lashes drauf machen. Wenn man die gut mit Wimperntusche macht, ist das auch okay. Vor allem, ich bin Brillenträger und da bringen Lashes gar nichts. Oh nee, es gefällt mir echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ganz toll. Wenn ihr die Palette noch bekommen solltet, ich habe jetzt im Zähl habe ich Glück gehabt. Die hatten in Amerika, ich habe die direkt aus Amerika bestellt. Ich
Ich habe trotzdem, ich habe jede Menge gekauft und habe trotzdem noch jede Menge gespart, wie gesagt, weil das ja im Ziel war und ich war wirklich günstig im Ziel. Ich glaube, ich habe nur, die war eh schon reduziert und dann nochmal reduziert. Ich glaube, ich habe nur 8 Euro bezahlt oder 12 für das ganze Set. Wenn ihr die bekommen solltet, dann, und ihr mag Lila oder ihr mögt Lila, sagen wir mal so, dann lohnt sich das, glaube ich, schon zu kaufen. Wenn man so bekloppt ist wie ich, palettensüchtig ist, dann lohnt sich das sowieso. Kann ich nur empfehlen. Meine Kamera wird schon wieder zu heiß. Dann ist es gleich wieder aus. Ich weiß nicht, heute meine Kamera spinnt heute rum. So. Meine Kamera wieder ausgeht, machen wir mal schnell den Lippenstift drauf. Ne, diesen nicht. Also, das Augen-Make-up ist wirklich toll geworden. Ich nehme jetzt mal diesen Lippenbalm hier, der dabei war. Den müssen wir auch testen. Ja, das gefällt mir gut. Das ist ganz leicht, ne? Ne, passt dazu. So, das schmeckt nach Berry. Berry, Berry. So, meine Lieben, das war's jetzt und ich hole euch nochmal näher ran. Ich bin echt begeistert, muss ich echt sagen. Mir gefällt das so tierisch, so tierisch. Wirklich, 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 wirklich. Ich will zwar schnell nochmal die Farben. Sind ja 6 Stück drin, ne? Ja, wie machen wir das jetzt wieder? So, ne? Oder hier vorne? Swatch. 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 Schaut mal, wie pigmentiert die Farben sind. Seht ihr das? Toll, ne? Nochmal die anderen zwei noch. Welche haben wir denn jetzt noch? Dieses und dieses, wo ein bisschen weicher ist. Also ist die einzigste Farbe, wo ihr aufpassen müsst, mit dem groben Glitzer. Ist die. Die. Ne? Ja, das sind jetzt noch mal die Farben. Ja, wie mache ich das so? Und so sind die Farben auf jeden Fall aus der Palette. So, meine Lieben, wie gesagt, ich bin echt begeistert. Und wenn ihr die günstiger bekommen könntet, auch auf Normalpreis, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Wer weiß, ich finde es nicht schlecht, ich finde es super. Sagen wir mal so. Ich bereue es nicht und ich bin echt froh, dass ich die im Ziel bekommen habe. Wie gesagt, wer lila mag, ne, und sehr viel lila schminkt, der ist echt damit gut, der fährt damit echt gut. Wie gesagt, die Farben sind echt stark. Stark pigmentiert sind die. Wirklich, damit kann man echt noch andere Looks schminken. Varianten auf jeden Fall, ne? So, auch die Lipdinger hier. Die riechen gut. Okay, die müssen jetzt nicht unbedingt riechen, aber. Die riechen halt, ne? Und ist optimal. Wenn man jetzt nach einem kräftigen Lippenstift, dann muss nicht sein. Da reicht echt so dieser Lippbalm hier. So, meine Lieben, wenn euch das kleine Video gefallen hat, die kleine Vorführung von dieser Palette von Juvia's Please, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst, wenn ihr möchtet natürlich. Wenn ihr möchtet natürlich.
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, ja, damit ihr kein nächstes Video verpasst, ja, einfach Glöckchen drücken, Daumen nicht vergessen und ein Abo dalassen. So, meine Lieben, das war's jetzt. Passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, ciao.